Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Frau Knell ans Rednerpult. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zustandsbeschreibung des vorliegenden Antrags der LINKEN möchte ich nicht negieren. Wir haben einen Gender Pay Gap, wir haben einen Gender Pension Gap und auch einen Gender Care Gap. Kurzum, Frauen stehen finanziell schlechter da als Männer. Und wir müssen auch darüber sprechen. Wir müssen kurzfristige Lösungen für die Betroffenen schaffen. Und vor allem in der Pandemie sind die Probleme zutage getreten. Und wir haben es ja auch schon von den anderen Kolleginnen gehört. Homeoffice macht nicht nur Spaß, und da sind wir, glaube ich, in einer sehr luxuriösen Situation auch als Abgeordnete. Da geht es vielen Leuten sehr viel schlechter. Aber es ist eine Herausforderung für alle, die im Homeoffice arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder betreuen müssen. Für echte Selbstbestimmung braucht es finanzielle Eigenständigkeit für Frauen und Männer gleichermaßen. Und auch nur dann können Frauen die Entscheidung für ihr Leben wirklich frei treffen. Als Mutter einer dreijährigen Tochter kann ich sagen, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dafür arbeite, sie zu einer selbstständigen, unabhängigen jungen Frau zu erziehen, die an sich glaubt, die an ihre Fähigkeiten glaubt und auch die Chancen hat und sie auch bekommt. Ich arbeite daran, dass sie eine Zukunft hat, in der sie ihre Chancen dann auch verwirklichen kann. Statt echte Lösungen aufzuzeigen, Ursachen zu bekämpfen und das Problem an der Wurzel zu packen, werden im vorliegenden Antrag aber dann leider nur Symptome bekämpft. Der am 10. März begangene Equal Pay Day ist ein besonderer Tag. Er erinnert uns eben daran, dass wir noch einiges für echte finanzielle Gleichberechtigung tun müssen. Und er fordert uns auch auf, diese Lohnlücke zu schließen. Der hier vorliegende Antrag bleibt dazu in weiten Teilen sehr vage, mit Ausnahme von drei Forderungen, die aber meiner Meinung nach wenig zielführend sind. Eine Frauenquote für Ministerien, ja, schön, aber das löst jetzt, glaube ich, nicht die Probleme der Frauen, die sie eigentlich vielleicht erreichen wollen. Den Mindestlohn auf 13 € erhöhen und Minijobs abschaffen. Das sind aber alles keine Instrumente, die junge Mädchen ermutigen und fördern, die einen kulturellen Wandel auch in Unternehmen herbeiführen oder auch sonst für mehr finanzielle Eigenständigkeit von Frauen wirken. Ja, Frauen sind überrepräsentiert im Niedriglohnsektor und in Minijobverhältnissen. Die Lösung ist aber daneben nicht, Minijobs abzuschaffen und die zu verbieten, sondern Frauen zu befähigen, in bessere Arbeitsverhältnisse zu kommen. Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei hier genannt. Man muss übrigens nicht Frau sein, um für Frauen zu kämpfen, sich für die Chancen von Frauen einzusetzen. Also, ja, lieber Herr Kollege, also, ja, im ländlichen Raum hat man deutlich mehr Kompetenzen, wenn man dort auch lebt. Ich habe ja sehr viel dazugelernt über die Wohnorte der Grünen. Ich bin ganz begeistert. Wir sollten uns da einfach öfter austauschen. Aber gut, kommen wir zum Thema zurück. Es ist ein weites Spielfeld, auf dem die Hessische Landesregierung tätig werden kann und damit auch eine nachhaltige und gesellschaftliche Veränderung herbeiführen könnte. Und ein weiterer wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Lohnungleichheit ist ja auch Transparenz. Deshalb fordern die Freien Demokraten im Bundestag auch die Berichtspflicht größerer Unternehmen und die Angaben des unternehmensinternen Gender Pay Gaps zu erweitern. Die Kollegen in Berlin fordern auch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 und werben für das Rentensplitting. Wir brauchen auch keine Quote, sondern innovative Ideen. Ideen hin zu einer vielfältigen und flexiblen Arbeitswelt, die dann eben für jede Familie und für jede Partnerschaft auch eigene Möglichkeiten schafft. Flexibilität durch zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Flexibilität, die auch für Führungskräfte, etwa auch in Vorständen oder Aufsichtsgremien, gelten muss. Warum erkennen wir beispielsweise auch nicht die Elternzeit als Teil einer beruflichen Laufbahn an?
Hier muss die öffentliche Verwaltung als Vorbild vorangehen. Sie soll flexibles Arbeiten ermöglichen, Verdienstunterschiede transparent veröffentlichen. Und vor allem, und hierzu sagt der vorliegende Antrag leider nichts, müssen wir früh ansetzen. Schon in der frühkindlichen Bildung müssen wir Standards setzen, die Kinder aller Geschlechter die Möglichkeit geben, sich im MINT-Bereich zu entwickeln. Dann schaffen wir nicht nur mehr individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch gute und zukunftsfähige Verdienstmöglichkeiten. Wir brauchen Pädagogen für forschendes und experimentelles Lernen in allen Kitas. Und wir haben einen tollen Kindergarten in Bad Zwesten, die da super fortschrittlich sind. So etwas brauchen wir mehr. In Sachen Berufsorientierung müssen wir nachsteuern. Junge Azubi-Botschafter können für MINT-Berufe, aber eben auch für eine berufliche Ausbildung werben. Kontakte zwischen Hochschulen und Schulen sind auszubauen, um gezielt auch Mädchen für Studiengänge wie Informatik anzusprechen. Das sind alles Maßnahmen, mit denen wir Lohnungleichheit angehen können. Und insofern greifen Sie zu, werte Damen und Herren der Landesregierung, falls Sie Ideen und Anregungen brauchen, wie Sie einen Beitrag zum Schließen der Lohnlücke leisten können. Denn da komme ich zum Antrag der CDU und von den GRÜNEN. Der Antrag wird es ja dann jetzt auch nicht reißen. Der zeigt nur, dass Sie in bestimmten Punkten das auch nicht verstanden haben, worum es geht. Weil Sie wollen jetzt in Partnerschaften einwirken und Sie zu 50-50 Care-Arbeit anhalten. Ja, wie wäre es denn, wenn das jeder selber entscheiden kann, wie er das zu Hause regelt? Ziel muss es doch sein. Also es gibt da gute Beispiele. Das muss man halt auch in der Partnerschaft klären, wie man das macht. Aber gut. Also Ziel muss es doch sein, dass Männer und Frauen und auch nicht-binäre Personen sich aufteilen, wie sie es für richtig halten und wie es für sie in ihrem persönlichen Leben machbar ist. Und das bedeutet natürlich nicht, dass die Männer das oder ich möchte nicht, dass die Männer dann wenig tun, ja, aber es gibt ja auch Männer, die viel da übernehmen. Es gibt da individuelle Modelle, und die muss man auch machen, da muss man die Familien auch machen lassen, wie sie es für richtig halten. Da ist es keine Aufgabe des Staates, sich da einzumischen. Aber gut, das ist eine grundsätzliche Einstellung, wie wir Politik machen und Sie Politik machen. Aber der finanzielle Nachteil darf dann eben nicht entstehen. Dass Sie es nicht verstanden haben, worum es geht, zeigt auch die Liebäugelei mit Quoten, liebe CDU, liebe GRÜNE. Erstens gibt es eben auch nicht-binäre Menschen, und zweitens muss die Qualifikation entscheidend sein und nicht das Geschlecht. Danke. Als nächstes darf ich nun Frau Ravensburg von der CDU nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren, der 10. März, der Equal Pay Day, ist noch nicht lange her. Deshalb ist es auch gut, dass wir heute debattieren, denn der 10. März, das sind 2 Monate, die die Männer mehr Vorsprung haben, wenn es um Gehalt geht. Denn selbst bei gleicher Arbeit und gleicher Bildung verdienen Männer immer noch 6% mehr als Frauen. Und das ist ein Wert, der uns zeigt, wir brauchen mehr Entgelttransparenz, denn woran liegt es denn? Unbereinigt hat sich der Wert von, und das finde ich auch wirklich erwähnenswert, der hat sich nämlich reduziert. Von 22%, das hatten wir noch in 2015, hat sich das Entgeltungleichgewicht auf 18% verbessert. Das ist eine gute Entwicklung, und das ist noch zu viel. Da brauchen wir uns gar nicht drum zu streiten. Aber es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wo liegen die Ursachen. Ein Grund, das will ich auch gar nicht abstreiten, ist die Entscheidung von Frauen in der Mehrheit, in Teilzeit zu arbeiten. Aber vergleichen kann man Teilzeit überhaupt nicht, denn die einen reduzieren ihre Arbeitszeit um einen Nachmittag, das machen auch durchaus einige Männer, und andere reduzieren die Arbeitszeit um 50%, weil sie eben
alte Menschen pflegen oder sich auch um ihre Kinder zu Hause kümmern wollen. Und deshalb kann ich Teilzeit nicht vergleichen. Aber das wollen wir gerade in der Vergleichbarkeit erreichen, um zu schauen, wo sind die Ursachen und wo kommen wir Steuern. Deshalb war es gut zu sagen, im Hessischen Lohnatlas werden die Vollzeittätigkeiten miteinander verglichen. Und da stellen wir fest, dass es auch dort noch ein deutliches Ungleichgewicht mit 11,9% gibt. Wir begrüßen deshalb, dass die Entgeltlücke auch wirklich einmal aufgeschlüsselt worden ist mit dem Hessischen Lohnatlas, dass die Zahlen runtergebrochen sind auf Landkreis- und auf Stadtebene. Dadurch wird nämlich deutlich, dass es in Hessen deutlich regionale Unterschiede gibt. Meine Damen und Herren, damit ist der Hessische Lohnatlas bundesweit einmalig. Nur in Hessen gibt es eine solche detaillierte Untersuchung. Und ich möchte Frau Dr. Larsen, die gestern in der digitalen Konferenz wirklich einen sehr umfassenden und auch sehr eindrücklichen Vortrag über die Ergebnisse des Lohnatlases gemacht hat. Sie hat uns wertvolle Erkenntnisse für politische Maßnahmen auf Landesebene, aber gerade auch auf der regionalen Ebene gegeben. Sie hat wichtige Informationen für die Mitarbeiterinnen, die gestern in der Schalte waren, die nämlich von der Bundesagentur kamen. Das waren auch Frauenbeauftragte. Sie hat sie uns gegeben. Sie hat auch Informationen für die Unternehmen und für die Arbeitnehmerinnen gegeben, wo sie im Landesvergleich stehen und welche Ursachen es sein könnten. Beispielhaft möchte ich vier Erkenntnisse hier erwähnen. Überall in Hessen sinken die Lohnlücken. Ich finde, das ist eine wirklich gute Botschaft. Besonders zum Beispiel im Landkreis Hersfeld, ein Landkreis in der Fläche, aber genauso gut auch in der Stadt Offenbach, also in der urbanen Umgebung, ist eine hohe Dynamik festzustellen. Dort beträgt die Verbesserung des Entgeltes 5,7 Prozentpunkte. Und im Hessen-Durchschnitt sind es immerhin 4 Prozentpunkte, die wir eine Verbesserung im Zeitraum von 2012 bis 2018 schon erreicht haben. Meine Damen und Herren, die Lohnlücke wird kleiner. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht für die Arbeitnehmerinnen hier in ganz Hessen und zeigt, dass wir hier in Hessen in der Landespolitik auf gutem Wege sind. Zweites Ergebnis. Die Höhe der Lücke ist unterschiedlich verteilt. In ländlichen Kreisen ist die Lücke deutlich höher als im urbanen Raum. Die kleinste befindet sich in der Stadt Offenbach, wo Frauen sogar 1,2% mehr verdienen als die Männer. Die größte Lücke, und da muss ich mich jetzt selber anschauen, nämlich mein Landkreis Waldeck-Frankenberg hat die größte Lücke mit 21,1%. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, woran das liegt. Und natürlich hat das auch etwas damit zu tun, dass mir die Unternehmen immer wieder sagen, wir sind froh, dass wir unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr lange bei uns im Unternehmen haben. Auch die Führungskräfte sind dort sehr lange im Unternehmen. Das bedeutet, es gibt weniger Fluktuation, es gibt weniger Wechsel von Arbeitsplätzen, die oftmals mit Gehaltsverbesserungen verbunden sind. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt, den Frau Dr. Larsen eben wieder erwähnt hat, nämlich viele Führungspositionen sind aus meinen Jahrgängen besetzt, nämlich den Babyboomern in Anführungsstriche, und die werden irgendwann in den Ruhestand gehen, sodass die nachfolgenden Frauen gute Perspektive haben, sich auf frei werdende Stellen zu bewerben und auch in die Führungspositionen nachzurücken. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, und Frau Knell, da muss ich Sie leider enttäuschen, wo sind denn die größten Entgeltunterschiede? Sie sind nämlich gerade leider dort, wo die bestausgebildeten Frauen sind, die bestausgebildeten Akademikerinnen. Dort ist die Lohnlücke am größten. Je höher das Qualifikationsniveau, ist die Lohnlücke bei 26,5%. Wären Sie ohne Berufsabschluss, und Frau Böhm, ich will ja gar nicht abstreiten, dass Offenbach vielleicht auch deshalb so gut dasteht, ohne Berufsabschluss ist die Lohnlücke am niedrigsten, in dem Falle im Durchschnitt 7%.
Also, wir haben Handlungsbedarf, gerade bei den Akademikerinnen. Und da fand ich sehr eindrücklich, was Frau Prof. Larsen gesagt hat. Sie hat nämlich Befragungen gemacht, auch mit Personalern, und hat festgestellt, dass Frauen, wenn sie gefragt werden, was haben sie denn verdient, wenn sie eine neue Arbeitsstelle suchen, dann sind die Frauen ehrlich und sagen, das und das habe ich verdient. Und was wollen sie erreichen? Ja, ich möchte etwas mehr verdienen. Männer sagen nicht immer das, was sie tatsächlich verdient haben, aber sie geben mal dran und sagen schon mal 30% mehr, was sie verdient haben und was sie haben wollen. Und sie schließen deshalb auch mit höheren Gehältern ab. Und da ist es gut, wenn wir den Frauen das mal sagen. Ja, Herr Bellino, auch das müssen wir jetzt mal den Frauen sagen, damit sie mehr Chancen haben in den Verhandlungen mit den Personalern, wenn sie sich bewerben, auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das ist auch, genau, da kann man ruhig klatschen. Danke. Und auch genau hier sollte nämlich die Wirtschaft in eigenem Interesse handeln. Ich finde auch, eine gesetzliche Quote wie im DAX-Aufsichtsrat, das ist doch nicht überall die Lösung. Wir finden, es ist besser, wenn die deutsche Wirtschaft begreift, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft sichern will, dann darf sie das Potenzial der gut ausgebildeten Frauen nicht brachliegen lassen. Gerade bei zunehmendem Fachkräftemangel in vielen Branchen wird das immer wichtiger. Werbung mit guten Förderangeboten für Frauen, für gute Aufstiegschancen, das motiviert doch junge Frauen, sich gerade bei einem solchen Unternehmen zu bewerben. Unternehmen, die dann auch noch mit guten Angeboten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf punkten, die werden im Wettbewerb um die Besten die Nase vorn haben. Und das ist der richtige Weg, um Frauen zu fördern. Und das vierte Ergebnis, und das ist ein guter Ausblick. Je jünger die Belegschaft ist, desto geringer ist der Lohnunterschied. Junge Frauen sind gut ausgebildet, sie haben weniger Brüche in der Karriere, sie haben bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, dafür sorgen wir tagtäglich, und sie erarbeiten sich dadurch eine eigene Rentenabsicherung. Und diese Absicherung, die ist nicht nur im Scheidungsfall, und wir wissen, wie hoch die Scheidungsrate ist, sehr wichtig, sondern sie ist auch eines der wesentlichen Instrumente, um gegen Altersarmut etwas zu tun. Eigene Rentenansprüche, Vollzeitarbeiten, Vereinbarkeit und auch die partnerschaftliche Teilung von Arbeit. Und da geht es nicht darum, ob das 50 oder 50 ist, sondern da geht es darum, dass man gemeinschaftlich, partnerschaftlich die Arbeitszeit und die Zeit zu Hause als Care-Arbeit sich aufteilt. Das ist der beste Weg gegen Altersarmut und die Unterstützung der Frauen. Herr Ravens, bekommen Sie bitte zum Schluss, auch wenn wir digital gerade noch etwas anderes. Ja, ich bin hier irritiert, weil ich eine ganz andere Zahl hier sehe. Ich möchte aber noch auf Homeoffice kurz eingehen dürfen. Das müssen Sie mir gestatten, weil es so wichtig ist. Bei der Pandemie ist vorhin erwähnt worden, dass Frauen sehr zu leiden haben. Ja, das ist völlig richtig, dass die Frauen, Frau Gersberg hat es gesagt, völlig erschöpft waren, weil sie plötzlich im Homeoffice arbeiten mussten und gleichzeitig sich um die Kinder kümmern. Unsere Chance ist aber, dass wir jetzt durch die Digitalisierung erreicht haben, dass Frauen ihre Arbeit zukünftig gleichberechtigt auch im Homeoffice machen können, mit der Care-Arbeit mit kombinieren können, dass Fortbildungen auch digital funktionieren, hat vorher gar keiner geglaubt. Und dass Frauen deshalb weitere Karriereschritte gehen müssen und sich nicht vorher überlegt haben, ich kann gar nicht zum Seminar gehen, weil wie soll ich meine Kinder eine Woche lang betreuen lassen? Gerade die Alleinerziehenden haben solche Chancen eben nicht gehabt. Das ist, finde ich, ein positiver Ausblick auf die Zukunft. Und die Forderung der LINKEN zu sagen, wir reduzieren jetzt in dieser Situation die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich,
Da frage ich mich dann ganz wirklich, wo Ihre Vorsitzende, in welcher Welt sie lebt. Wir haben hier eine Situation, eine pandemische Situation mit einem Ausmaß auf die Wirtschaft, mit unglaublichen Ausmaßes. Und da frage ich wohl, in welcher Welt Frau leben Ravensburg, Sie, jetzt aber bitte wirklich hier in Hessen. Satz. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mir das Wort gelassen haben. Ja, danke, Frau Ravensburg. Der Fehler ist bei mir passiert. Deswegen haben Sie ein bisschen mehr Redezeit bekommen. Das muss Herr Bellino dann auch entschuldigen. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Mit wieder akkurater Redezeit, Kai. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Eigentlich ist der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ja ein vollkommen schnörkelloser, eindeutiger Satz in unserem Grundgesetz, ein Satz, der im Grunde selbstverständlich ist, aber auch ein Satz, an dem wir unser Handeln immer wieder ausrichten müssen. Und wir verdanken Ihnen, Elisabeth Selbert, an die ich an dieser Stelle auch erinnern will. Sie wäre nämlich in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verwirklichen. Das ist und bleibt für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ein zentrales Ziel und unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es geht dabei eben nicht um vordergründige Symbolpolitik. Es geht um reale Verbesserungen. Es geht um die Gleichverteilung von Macht, von Geld und von Anerkennung. Und deshalb müssen alle Beschäftigten für gleiche Arbeit nicht nur das gleiche Gehalt erhalten, sondern auch am Arbeitsmarkt und in allen gesellschaftlichen Belangen gleichgestellt sein. Wir arbeiten schon seit Jahren daran, die bestehenden Lohnlücken mit den Mitteln, die uns auf der Landesebene zur Verfügung stehen, zu verringern und Frauen am Arbeitsmarkt auch ganz gezielt zu unterstützen. Und damit wir auf diesem Weg zur Entgeltgleichheit vorankommen, haben wir in Hessen schon früh den Weg beschritten, Transparenz zu schaffen. Der Hessische Lohnatlas sorgt für diese Transparenz. Seine öffentlich zugänglichen Daten analysieren wir gemeinsam mit den Sozialpartnern. Wir entwickeln miteinander Maßnahmen, um diese Lücken zu schließen. Von 2012 bis 2018 konnten wir sie um 4% verringern. Sie beträgt aber in Hessen immer noch durchschnittlich 11,9%. Das zeigt, es tut sich zwar was, aber ganz ehrlich, für meinen Geschmack viel zu langsam und dieser Unterschied ist immer noch viel zu hoch. Die Auswertung des Lohnatlas ermöglicht uns auch, jede Region mit ihren Besonderheiten betrachten zu können und dann mit den Sozialpartnern, mit dem Arbeitgeberservice und mit den Wirtschaftsförderungen vor Ort ganz gezielt in den Dialog zu treten. Diese Ungleichheiten werden erst durch Transparenz überhaupt sichtbar, und diese Transparenz ermöglicht uns dann, dort, wo es notwendig ist, auch ganz zielgerichtet zu unterstützen. Und auch in diesem Jahr suchen wir auf Grundlage der fortgeschriebenen Daten erneut das Gespräch mit den Unternehmensverbänden und den Gewerkschaften. Wir analysieren die Daten, wir entwickeln gemeinsam Initiativen, um die Lohnlücken weiter zu verringern. Und ich will an der Stelle auch eindeutig sagen, die Schließung dieser Lohnlücken, die ist auch für die Unternehmen natürlich von Vorteil. Denn im Wettbewerb um die besten Fachkräfte, und darin befinden sie sich permanent, können sie es sich nicht länger leisten, Frauen weiter zu benachteiligen. Wenn die Unternehmen ihre Zukunftsfähigkeit wirklich sicherstellen wollen, dann müssen sie gerecht entlohnen, sie müssen Frauen als gut ausgebildete Fachkräfte fördern und sie müssen durch Lohngleichheit auch Gleichberechtigung im Unternehmen selbst signalisieren, damit sie potenziellen Bewerberinnen vermitteln können, ihr habt eine faire Chance, wenn ihr in diesem Unternehmen einsteigt. Ihr habt eine Chance, in diesem Unternehmen Führungsverantwortung zu übernehmen, und ihr müsst nicht fürchten,
an die sogenannte gläserne Decke zu stoßen. Diese Decke müssen wir endlich überwinden. Meine Damen und Herren, verschiedene Vorrednerinnen haben es schon gesagt. Corona trifft Frauen in ihrem Lebensalltag ganz besonders. Das Virus hat das Potenzial, die andauernde Ungerechtigkeit weiter zu verschärfen. Und um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und schnell und regional reagieren zu können, haben wir im Rahmen der hessischen Arbeitsmarktförderung das Angebot Brückenqualifizierung für Frauen innerhalb des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern ins Leben gerufen. Mit diesem Programm fördern wir ganz gezielt Projekte für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen mit und ohne Kinder. Wir berücksichtigen dabei Frauen im beruflichen Wiedereinstieg, Asylbewerberinnen, aber auch geringqualifizierte Frauen und Frauen mit ergänzendem Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern. Besonders willkommen sind Projekte für Alleinerziehende und Präventionsprojekte für Frauen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Und ein Schwerpunkt innerhalb des Programms ist die Vermittlung digitaler Kompetenzen, speziell auch für Gesundheitsberufe. Die Förderung ist aber auch für Qualifizierungen in anderen Zielberufen offen, und Kinderbetreuung kann, wo sie erforderlich ist, grundsätzlich auch Teil der geförderten Projekte sein. Und um innovative Projekte zu ermöglichen und in dieser Krise auch besonders schnell handlungsfähig zu sein, haben wir auf die verbindliche Vorgabe einer Kofinanzierung verzichtet und so die oft zeitintensiven Abstimmungen mit weiteren Kostenträgern vermieden, damit eine wirklich schnelle Umsetzung vor Ort möglich ist. Und nicht nur in der Arbeitsmarktförderung ist Hessen auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter vorangekommen. Das grundlegend überarbeitete und reformierte hessische Gleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2016 hat sich bereits nach wenigen Jahren als wichtiges Instrument für die effektive Förderung von Frauen in der öffentlichen Landesverwaltung bewährt. Dazu trägt vor allem die damals neu geschaffene Verpflichtung der Dienststellenleitungen bei, gezielt weibliche Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte für Führungspositionen in den Fokus zu nehmen und ihnen berufliche Aufstiegschancen und Fortbildungen zu ermöglichen. Beschäftigte, die minderjährige Kinder erziehen oder beispielsweise auch pflegebedürftige Angehörige pflegen, haben einen individuellen Anspruch auf Prüfung, inwieweit flexible Arbeitszeitgestaltung und dezentrale Arbeitsformen genutzt werden können. Und gerade in diesen herausfordernden Lebensphasen, von denen nach wie vor mehrheitlich Frauen betroffen sind, werden berufliche Stagnation und der sogenannte Karriereknick so verhindert. Und, meine Damen und Herren, alle zwei Jahre vergibt das Land Hessen den Elisabeth-Selbert-Preis. Wir werden in diesem Jahr zum 30. Mal Menschen mit diesem Preis auszeichnen, die sich mit ihren Leistungen und ihrer gestalterischen Kraft in herausragender Weise um die Gleichberechtigung und um die Chancengleichheit der Geschlechter in unserer Gesellschaft verdient gemacht haben. Und wir erinnern uns deshalb mit Dankbarkeit an Elisabeth Selbert, die sich als eine der vier Mütter des Grundgesetzes so erfolgreich und nachhaltig für die Rechte von Frauen engagiert hat. Und noch in diesem Jahr werden wir einen Preis für Unternehmen, Vereine und Institutionen ausloben, die sich ganz besonders für die Belange von Frauen einsetzen. Das alles zeigt, für uns ist die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern nicht nur am Equal Pay Day ein wichtiges Thema. Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter sind historische Aufgaben, für die wir leider einen viel zu langen Atem brauchen. Ich bin über die Erfolge, die wir in Hessen dazu in den letzten Jahren erzielt haben, zwar froh, aber wir müssen schneller vorankommen und wir müssen dafür sorgen, dass die Pandemie dieses Problem nicht noch weiter verschärft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich erneut Frau Böhm gemeldet. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich danke für die nachdenklichen Worte und das Engagement durchaus, auch das ich in der Landesregierung sehe. Ich habe nicht, und ich glaube, das ist deutlich auch in dem Antrag von uns deutlich geworden, dass wir nicht sagen, es ist alles schlecht, nur es ist noch nicht ausreichend. Und das haben Sie ja durchaus auch mit übernommen. Nur wenn ich mir jetzt teilweise auch die Debatten angehört habe, besonders von Grünen und CDU, habe ich gedacht, haben die vielleicht nur unseren Antrag auf der ersten Seite gelesen und nicht umgedreht? Weil wir haben ja 13 Vorschläge gemacht, die man durchaus auch berücksichtigen und beurteilen könnte, inwiefern man denn damit auch was anfangen kann und inwiefern man sie tatsächlich auch umsetzen kann. Und da habe ich jetzt ganz, ganz wenige Antworten oder gar keine Antworten von Ihnen bekommen, auf jeden Fall. Und ich denke, da gibt es aber doch eine ganze Reihe an Punkten, die ja wichtig und durchaus sinnvoll wären. Und wenn ich mir jetzt den Antrag der CDU und Schwarz-Grün anschaue, dann, wenn ich da schon lese, dass die Frauen jetzt darüber klagen, dass sie weniger Freizeit haben, ich glaube, das ist ein Luxusproblem. Natürlich, in der Pandemie haben sie weniger Freizeit, aber das ist nicht die Hauptklage, die die Frauen führen. Die Hauptklage ist, dass sie so viel arbeiten müssen, weil sie so wenig Geld verdienen. Das ist die Hauptklage und das Problem. So, und die andere Frage ist, Sie schaffen es immer wieder, gesellschaftliche Probleme, und ich denke, die Lohnungleichheit ist doch ein deutlich gesellschaftliches Problem. Das ist doch keine Privatangelegenheit. Sie schaffen es immer wieder, dieses Problem zu privatisieren, wie alles andere auch. Sie tun so, als wäre das nur das Problem der Familie. Die können nicht gut die Arbeit aufteilen. Ja, aber Leute, wenn der Mann 1.000, 2.000 Euro mehr verdient. Ja, wer bleibt denn dann zu Hause, wenn die Pandemie die Kindertagesstätten schließt? Da bleibt doch nicht der Mann mit den 2.000 Euro mehr zu Hause. Dann trifft es doch die Frauen. Und ich denke, das ist doch ein grundlegendes Problem. Und ich habe deutlich gemacht, und dazu hat keiner, glaube ich, von Ihnen, also von Gerzbeck natürlich, zu dieser Frage, dass es Berufe gibt, in denen grundsätzlich weniger verdient wird. Und dann schauen Sie sich bitte die eigene Politik des Landes an. Da muss man doch gucken, und des Landes und des Bundes natürlich auch, da muss man doch gucken, welcher Wert wird auf Frage von Erziehung, Kinderbetreuung, für Gesundheitsberufe gelegt, wie werden die bezahlt, und dann brauchen wir uns über dieses Gender Pay Gap nicht mehr zu wundern. Das ist ein Hauptgrund, und ich denke, da müssen wir ran. Und das ist eine deutliche Maßnahme, die erforderlich wäre, um dieses Gap zu schließen und wirklich zu einer Situation zu kommen, dass wir arme Arbeitskräfte finden und auch Männer finden, die in dem Bereich tätig sind. Und ich denke, genauso notwendig wird es sein. Wir brauchen neue Familienarbeitsmodelle. Wir brauchen die Möglichkeit, wie man mit Care-Aufgaben umgeht. Da ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung einer ordentlichen. Und ich habe vorhin etwas zum Land gesagt mit den 40, 41 Stunden. Die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist eine wesentliche Frage. Dann ist erst zu vereinbaren, dass Familie mit Kindern auch und mit Pflegebedürftigen durchaus möglich ist. Und wir brauchen mehr staatliche Unterstützung. Wir schaffen es ja einigermaßen, außer in der Pandemie, bei der Kinderbetreuung. Wir schaffen es noch gar nicht bei der Pflege. Die Pflege ist auch völlig privatisiert. Das ist die Sache der Familien. 75% oder sogar 85% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Und wo bekommen denn meistens die Frauen denn die Unterstützung für diese Pflegearbeit? Ja, nicht von Ihnen, nicht von der Landesregierung, auch nicht von der Bundesregierung. Und ich denke, das sind die entscheidenden Fragen, an die wir ran müssen. Und noch ein Punkt, was mir deutlich gefehlt hat von Seiten der Regierungskoalition und auch vom Minister. Sie haben eine Vorbildfunktion. Sie haben eine deutliche Vorbildfunktion. Sie können nicht zu den Unternehmen sagen, ach, wie schön und wie toll ist das, dass man mehr Frauen und in Führungspositionen soll man mal machen, und dann sitzen sie mit ihrer Männerriege da. Und ich fand das, vorgestern wurde ja gedacht an den Tod von Frau Stolterfuth, und ich fand das sehr beachtlich. Mir war das nicht so ganz bewusst. Es gab mal ein Ministerium in Hessen, das hat das Thema Frauen in seinem Namen geführt. Das muss lange her sein.
Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Wir haben wesentlich zu wenig Frauenpolitik in dieser Landesregierung. Und da erwarte ich mir wesentlich mehr. Danke schön. Danke sehr, Frau Böhm. Wir sind am Ende dieser Debatte angelangt und überweisen die beiden beratenden Anträge zur weiteren Beratung in den SIA. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mitteilen für den weiteren Ablauf des Nachmittags, dass sich die parlamentarischen Geschäftsführer darauf geeinigt haben, die beiden Setzpunkte nach der Pause zu tauschen. Wir beginnen also nach der Pause mit dem Tagesordnungspunkt 53, verbunden mit dem Tagesordnungspunkt 93. Das ist dann der Setzpunkt der Fraktion der AfD. So, ich entlasse Sie jetzt in die Nachmittagspause. Wir haben eine Stunde vereinbart. Ich bin mal ganz großzügig und sage, wir treffen uns um 15:30 Uhr wieder.